Dankeschön. Ja, danke, dass ihr alle so zahlreich da seid. Ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich an. Wir wollen zunächst erst so ein bisschen das Thema motivieren, um was es überhaupt geht, wie kamen wir zu dem Thema überhaupt. Und bei DM Tech haben wir einen Prozess etabliert, der heißt Drei Amigos. Und da geht es darum, dass wir eine Person aus dem Fachbereich, also von den FOs, eine Person von den POs, also von den Product Ownern und jemand von den Entwicklern an einen Tisch setzen und die schreiben dann Akzeptanztests im Vorfeld, bevor die Story in den Sprint kommt. Und es hat verschiedene Gründe. Wir wollen zum einen ein bisschen Vertrauen stärken, wenn die Leute alle zusammenarbeiten. Meistens sitzt der Fachbereich dann doch irgendwie ein bisschen weiter weg. Außerdem hat man ein bisschen sowas wie ein Contract. Also ich verlasse mich auf diese Tests, die wir zusammengeschrieben haben, dass die halt dann auch richtig sind. Das Wichtigste ist aber, dass wir glauben, dass die Coverage von den Tests am größten ist, weil alle Wissensträger an einem Tisch sitzen. Es sind alle da, die irgendein Know-how haben für das nächste Feature. Und ja, deswegen denken wir, dass die Testabdeckung da am größten ist, wenn wir das machen. Nichtsdestotrotz kommt es dann immer wieder zu recht simplen Fragen. Also wir denken eigentlich, wir haben die meisten Tests und Use Cases durchgesprochen und dann kommen manchmal so Sachen wie, wo ist meine Bestellung oder in der Domäne, wo ich jetzt unterwegs war, wo ist mein Coupon? Das ist manchmal ziemlich einfach zu beantworten. Ja, wenn die Stammdaten irgendwie nicht stimmen oder der Coupon abgelaufen ist, dann wird er einfach nicht mehr ausgespielt. Aber diese Fragen werden schon vom Service Center oder manchmal von unseren POs beantwortet. Und wenn es mal ein richtiger Issue ist, dann kommt es halt zu uns irgendwann mal durch. Und dann ist es eher ja, ein bisschen schwieriger, die Gründe rauszufinden. Und wir haben ja ganz schön viele Tests eigentlich. Also da können wir ganz viele Stages auch mit abdecken und alles untersuchen. Aber was ist mit Produktion? Da ist ja doch irgendwie ein bisschen was anders. Die Config ist meistens anders. Hoffentlich ist das Datenbank-Storage irgendwie, das Datenbank-Cluster irgendwie ein anderes. Da haben wir eigentlich nur so ein bisschen eine Wahrnehmung, ob das irgendwie alles noch passt, so wie wir das definiert haben in unseren Tests oder nicht. Ja, und dann ist halt die Frage, was machen wir dann? Wir haben ganz viele Tests, decken alles ab, aber auf Produktion kommen dann auch trotzdem irgendwelche Anomalien, die wir nicht erwarten. Ja, und dann kann man grob gesagt schauen, ja gut, ist es vielleicht ein Betriebsthema oder ein Entwicklungsthema? So im klassischen Unternehmen ist das alles noch getrennt. Auch bei dem Tech gibt es zumindest den Betriebsbereich. In dem Bereich, wo wir unterwegs sind, gab es einen Kulturwandel. Und ja, so ein bisschen klassisch hatten wir ein DevOps-Team, das ist dann aber aufgelöst worden und die DevOps sind zu den Entwicklern in die Produktteams. Und dadurch konnten wir so eine ganzheitliche Produktverantwortung etablieren. Es ist ein bisschen einfacher, Probleme zu finden oder Lösungen zu finden, weil man weniger Schnittstellen zu anderen Teams hat. Man hat alle in einem Boot. Ja, klassischerweise beim Betrieb, naja, die Hardware wird es eigentlich nicht sein, wenn eine Seite irgendwie langsam ist, weil Hardware ist mittlerweile gut und günstig. Also, man braucht CPU, kriegt man dazu ziemlich schnell. Ein bisschen größeren Speicher, auch kein Problem. Auf der anderen Seite bei der Entwicklung, naja, wenn man komplizierte Domänen in eine große Anwendung packt, dann ist es schwierig, die zu analysieren. Deswegen haben wir angefangen, die ein bisschen zu zerstückeln, fachlich zu schneiden. Da sind wir dann wieder beim Begriff Microservice oder einfach verteilte Systeme erstmal. Also da haben wir diesen Ansatz, um dem Problem irgendwie Herr zu werden. Die Komplexität ist aber dann nicht weg. Die verlagert sich ein bisschen Richtung Betrieb wieder. Im Betrieb haben wir jetzt ja, containerbasierte Infrastrukturen, die sind auch ein bisschen komplexer jetzt geworden, aber da haben wir unglaublich hohe Automatisierungsmöglichkeiten. Also mit Infrastructure as Code und Software-Defined Network können wir alles in Code gießen. Wir haben Versionierung und ja, können das immer wieder einspielen. Also da haben wir unsere Möglichkeiten, der Komplexität wieder Herr zu werden. Also ist es vielleicht doch irgendwo in der Software die Problematik. Und naja, bei so einem verteilten System achtet man dann immer auf Resilience, also praktisch die Fähigkeit, auf Fehler zu reagieren. Ja, weil jetzt habe ich meine Domäne aufgesplittet und irgendwie muss es trotzdem noch zusammen harmonieren.
Und da bedient man sich dann Patterns wie asynchrone Kommunikation oder Circuit Breaker. Also ein Service funktioniert nicht mehr so gut und ich warte dann ein bisschen und baller ihn nicht voll, bis ich wieder eine Anfrage starte. Wir haben Isolationen. Also klassischerweise ist es im Shop so, dass der Checkout-Prozess, also da der wichtigste Prozess, da wird das Geld gemacht, der sollte immer noch funktionieren, wenn eine Recommendation zum Beispiel nicht funktioniert. So, da isoliert man auch nochmal irgendwelche Funktionalitäten. Oder wir entscheiden uns manchmal auch für eventual consistency in der Technik, also die Entwickler. Also bisher kam noch kein PO zu mir und gesagt, wir brauchen eine eventual consistency. Und da muss man immer abwägen, kriege ich da irgendwie eine Anomalie rein, wenn ich mich bei so einem Pattern bediene und Resilience versuche zu etablieren? Ja, und je mehr Patterns man irgendwie verwendet, umso schwieriger ist auch so einen Fehler dann auch zu finden. Was man dann gemacht hat, ist Monitoring in erster Linie. Also mal geguckt, geht es der CPU gut, geht es dem Speicher noch gut, und praktisch hat man sich alles angeschaut, was um die Anwendung herum ist. Also diese Unbekannten, die kennen wir, wir wollten gucken, was sagen die, ist alles gut oder nicht, aber damit monitoren wir alles für die Laufzeitumgebung, damit die Anwendung gut läuft. Aber was ist in der Anwendung? Das ist ja das, was uns jetzt interessiert. Also wir haben irgendwie Prozesse, die irgendwie eine Anomalie bilden durch unsere Patterns, die wir verwenden. Und wir wollen dann in die Anwendung reinschauen. Und das Problem ist, dass wir die Unbekannten noch gar nicht kennen. Also die Fragen, die jetzt aufkommen, die sind einfach unbekannt. Wo wir davor irgendwie erstmal ausgehen, okay, wir haben irgendwelche Tests, das sind die ganz normalen Standardprozesse, ist es da so, die Fragen, die da kommen, kennen wir noch nicht. Und da hilft uns Olli. Also Observability kann man so abkürzen, das ist wie bei der Internationalisierungsschreibweise I18N, schreibt man auch O11Y und spricht auch Olli aus. Also Olli to the rescue, und wenn man sich den Begriff einmal anschaut, observe, also wir wollen beobachten, wir wollen analysieren, und Ability ist einfach die Fähigkeit, dies zu tun. Wir wollen also eine hinreichende Überwachung ermöglichen, um solchen Fragen irgendwie eine Antwort geben zu können. Genau, und dafür müssen wir Daten sammeln. Jetzt nicht Google NSA-Style und irgendwie wild durch die Gegend, sondern ein bisschen strukturierter. Also wir wollen Daten sammeln, und wir wollen die mit einer Struktur sammeln, weil wir dann dadurch eine Information haben. Wenn wir die Information auch noch einen Kontext geben, dann ist das für uns Wissen, und darauf aufbauen können wir dann Analysen starten. Und eine Software, habe ich mal gelesen, ist praktisch durchsichtig bei Default, außer natürlich für die Person, die sie geschrieben hat. Aber wenn sie irgendwelche Daten produziert, hat man so ein bisschen eine Ahnung, was sie eigentlich macht. Genau, und um das zu tun, gibt es drei Building Blocks bei Observability. Das ist einmal zentralisiertes Logging. Also wir gucken rein, was macht die Anwendung so Schritt für Schritt. Dann haben wir noch Metriken. Wie lange brauchen einzelne Schritte, und dann wollen wir denen auch noch einen Request-Kontext geben und haben dann auch noch ein Tracing dabei. Ja, und das ist die Agenda für heute. Also wir wollen Schritt für Schritt durch diese drei Punkte gehen, ein bisschen tiefer reinschauen, analysieren. Was geht's da, wie macht man das? Wir haben eine kleine Demo mitgebracht, und genau, die Schritte schauen wir uns dann an. Apropos Demo, die sieht so aus, ist natürlich klassischerweise ein Shop. Ähnlich von Spring, haben wir ein bisschen ausgeliehen, aber komplett umgebaut. Also wir haben es aufgesplittet. Das ist eine Anwendung gewesen, wir haben die ein bisschen aufgeteilt. Man sieht hier ein bisschen auch Microservices Anti-Pattern. Wir haben hier im Shop eine UI-Aggregation praktisch, aus Bequemlichkeitsgründen an der Stelle. Normalerweise wird man die UI vom Card in den Card packen und die von Product in Product. Anderes Anti-Pattern ist, wir haben hier einen Entity-Microservice, den würde man so wahrscheinlich auch nicht machen, aber das ist ein ganz Basic-Shop, der hat noch gar nicht so viele Funktionen, und wenn jetzt irgendwie eine Recommendation oder so kommen würde, würde man es auch da reinpacken, und dann macht das alles schon ein bisschen Sinn. Aber aus Demo-Zwecken, das, was wir zeigen wollen, reicht das vollkommen aus, und deswegen haben wir das dann bei diesem Design gelassen. Ja, also nochmal, was ist unser Ziel? Wir wollen vorbereitet sein, diese Fragen, die die Kunden dann haben, die wir jetzt noch nicht kennen, beantworten zu können. Genau. Ja, und warum sind wir jetzt heute hier?
Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr hatten wir einen Talk, der hieß Vom Monolithen zu Microservice, waren auch hier mal bei der JUK. Und da ging es darum, dass wir einen Monolithen bei Demtec aufgebaut haben. Also das war jetzt nicht irgendwie Legacy Code, sondern wir haben den selber gebaut. Es war ein strukturierter Monolith, ein Deployment Monolith, also verschiedene aggregierte Anwendungen wurden dann zusammen deployed. Symbolisiert praktisch durch da hinten diesen riesen Berg. Und dann haben wir den praktisch aufgesplittet in den Microservices. Ja, und dann haben wir praktisch selber gemerkt, ja, okay, jetzt wollen wir ein bisschen mehr sehen, was die Anwendungen so machen. Und hatten diese Problematik, die wir heute jetzt auch beschreiben und schildern, selber. Und wir haben dann hier den Olli, haben wir ihn jetzt mal genannt. Ja, wir haben so eine Analogie mitgebracht und die wird uns jetzt auch begleiten durch den Talk. Und das macht es alles ein bisschen greifbarer. Genau, wenn ihr von wir sprechen, ich bin Andreas von Synnyx hier direkt, bin seit circa 7 Jahren hier im Unternehmen, am Anfang als Student, habe ein Jahr Diplomarbeit gemacht und bin dann hier geblieben und bin seit circa 4 Jahren jetzt auch schon bei DM vor Ort. Und neben mir ist der Jakob, der ist von DM und stellt sich selber kurz vor. Ja, hi, ich bin der Jakob, bin mittlerweile auch fast seit 5 Jahren bei DM Tech und habe halt auch mit dem Andi viel zusammengearbeitet im Couponing-Projekt, mittlerweile Richtung Homepage abgewandert, aber wir touren immer noch. Genau. Kommen wir zurück zum Olli. Der hat sich jetzt praktisch hier so angesiedelt. Wir haben vorhin den Monolithen gesehen. Der hat sich jetzt verwandelt und es sieht jetzt so aus. Das sind jetzt unsere Microservices. Ja, und er hat ein Problem. Irgendwie ist da so Nebel und Qualm und irgendwie hat er so keine Einblicke mehr, was da passiert und ist ein bisschen beunruhigt. Was er jetzt machen kann, ist, er kann zu diesen Microservices hinrennen und die analysieren und gucken, was ist da eigentlich los. Aber erstens ist das eine riesige Strecke, auch wenn das hier erstmal nicht so aussieht. Zweitens müsste er zu jeder einzelnen hingehen. Und für ihn wäre es schwer zu korrelieren, haben die Ereignisse bei einem Service irgendwelche Auswirkungen auf den anderen Service? Was er also eigentlich haben will, ist von einer zentralen Stelle eine Beobachtungsmöglichkeit. Also was er will, ist eigentlich zentrales Logging. Ja, worum geht es eigentlich? Wir wollen Daten sammeln und abspeichern über eine bestimmte Zeit. Und es geht um Ereignisse, was an der Stelle eine konzeptionelle Abstraktion ist. Also wenn ich irgendwie etwas in einen Warenkorb reinlege, ist das erstmal ein Ereignis. Aber in meinem Service habe ich ja mehrere Schritte, die das abbilden. Also ich sammle irgendwo Daten ein, analysiere die, reichere die vielleicht an und speichere die irgendwo ab. Und das aggregiert gibt irgendwie mein Ereignis. Und strukturierte Logs sind eben eine Möglichkeit, das zu repräsentieren. Und da kann man natürlich so ein bisschen das Level der Abstraktion aussuchen. Also man kann ganz am Anfang beim Eintritt eines Requests sagen, okay, jetzt passiert dieses und das Ereignis, aber man kann auch ganz low level irgendwie sagen, okay, jetzt kommt ein Datenbankzugriff. Da ist man natürlich ganz frei. Ich gehe jetzt so auf ein paar Sachen ein, auf die man vielleicht achten sollte, wenn man zentrales Logging einführt. Einmal die lesende Perspektive. Logging allgemein unterliegt auch dem Paradigma Write Once, Read Often. Also man schreibt in so ein Log-Statement schnell mal hin. Und es wird aber ganz oft gelesen. Bei uns auch von unseren POs, an Visualisierungen bei uns auf so einem Board im Raum. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man Sinnhaftigkeit nicht verliert und die auch über den Schritt, wo man gerade eine Message reinschreibt, drüber hinausgeht. Weil wenn man gerade ein bisschen was programmiert und man ist ganz tief in seinem Scope gerade drin, macht der Satz vielleicht Sinn. Wenn ich aber einen Schritt zurückgehe und schaue, was ist davor passiert, was passiert danach, muss das alles irgendwie auch nochmal Sinn ergeben. Und wenn ich dann mit meinem Log-Statement ein Abstraktionslevel wieder hochkomme, macht das manchmal keinen Sinn mehr. Also da muss man ein bisschen aufpassen, was kommt nach und nach und sollte da auch einfach die lesende Perspektive nicht vergessen. Genau. Was man natürlich tunlichst auch vermeiden sollte, ist irgendwie so, this shouldn't happen, wenn man irgendwie in einem Zweig ist, wo man, der eigentlich nicht passieren sollte oder so, oder oh mein Gott, und schon einiges gelesen. Ja, und die To-String-Methode sollte natürlich immer implementiert sein, weil sonst hat man irgendwie eine Objekt-ID draußen, die niemandem hilft. Genau. Also was soll aber eigentlich geloggt werden? Ja, kommen wir zum Log-Level.
das ist eigentlich eine intuitive Sache. Aber vor kurzem haben wir auch gemerkt, ja, da gibt es irgendwie manchmal doch verschiedene Meinungen im Team. Wir haben mal so eine Doppelerkennung implementiert und ja, eigentlich trivial, ich speichere irgendwie eine ID ab und kommt ein neuer Request, gucke ich in der Datenbank, ist die ID schon da? Wenn die schon da ist, schmeiße ich meinen Request schon weg, also weil habe ich ja schon verarbeitet, wenn nicht, dann speichere ich es ab. Dann habe ich gemerkt, okay, da ist vielleicht eine Race-Condition drin, weil ich habe parallele Systeme. Das heißt, ich gucke rein, ob da was drin ist. Ist nichts drin, was parallel ist, kann was reinschreiben. Also fanden wir nicht so gut. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben Constraint in die Datenbank reingeschrieben und dann einfach die ID reingepusht. Und wenn es funktioniert hat, alles gut. Wenn es nicht funktioniert hat, dann kam eine Constraint Violation Exception. Und dann hat man den abgebrochen. Also da hat man diesen Gap, ich suche erstmal drin und speichere dann nicht mehr. Also wir haben eine Exception bekommen. Das war aber etwas, was wir einfach erwartet haben. Also das war jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Fehler, wo man jetzt schnell nochmal nachgucken muss, was passiert denn da eigentlich. Aber intuitiv hätte man gesagt, oh, eine Exception, ich schreibe erstmal ein Warning. Fliegt eine Exception raus. Aber das ist was wir erwarten, deswegen haben wir das dann auf Log-Level-Info gelassen. Sonst würde es bei uns die ganze Zeit aufpoppen in der Visualisierung. Was man machen könnte, ist so ein bisschen ein Log-Level wrappen und einfach genauer sagen, für was dieses Log-Level ist. Also zum Beispiel beim Debug könnte man sagen, okay, das ist for test purpose. Also da ist die Zielgruppe gleich bekannt, also das ist für Entwickler. Und dieses Log-Statement habe ich nur drin, weil ich da irgendwie was testen will. Gerade eben angesprochen, könnte man bei Infos sagen, also das ist expected by default. Also das ist das erwartete Verhalten, wie ich das haben möchte, wie ich das annehme. Und bei Warning ist es ein bisschen sowas, ja okay, da ist was passiert, das muss man sich mal anschauen, aber ich muss jetzt nicht irgendwie Stift fallen lassen und schnell irgendwie losrennen und Panik machen. Und beim Error-Level sagen wir, okay, da eskalieren wir dann sofort und wake me up in the middle of the night. Genau. Ganz kurz, Log-Rotation, will ich gar nicht viel zu sagen, aber ich habe ganz viele Systeme schon gesehen, die einfach in die Knie gegangen sind, einfach weil Log-Rotation nicht richtig eingestellt war und Speicher ist einfach vollgelaufen. Also gerade bei so Resilience-Patterns, wo ich dann sage, okay, ich logge einfach nur und mache erstmal nichts. Es kann ganz schnell eskalieren und man hat alles voll gelockt und der Speicher ist zu voll und die Anwendung bleibt stehen. Okay, also haben wir strukturierte Logs. Unstrukturiert sehen die so aus, das ist glaube ich ziemlich klassisch und kennt jeder. Wir haben hier ein bisschen ein Format, auf das man sich geeinigt hat. Das ist gut für das Team, das jetzt schon lange dabei ist. Wenn man einen neuen Mitarbeiter hat, der rätselt erstmal wahrscheinlich, aber ahnt, was die Sachen bedeuten. Ein Datum, Info, wahrscheinlich Log-Level, eine 1. Ja, das könnte auf jeden Fall der Thread-Name sein. Dann haben wir den Logger und die Message. Wenn ich jetzt ein Tool haben will, das das analysiert, ist ein bisschen schwierig, weil das Tool muss irgendwie auch raten. Also will ich eigentlich strukturierte Logs haben. Da steht im Key-Value-Paar einfach immer, was es bedeutet. Die 1, wo wir jetzt geraten hätten, ist anscheinend eine Version. Und ansonsten waren wir ganz gut mit dem Raten. Thread-Name, wir haben Timestamp, dem Loggername, Log-Level. Und an der Stelle haben wir noch zwei Besonderheiten, zum Beispiel hier Host oder Card-Entry. Das sind Custom-Key-Value-Paare. Die kann man ziemlich einfach mit integrieren und zwar mit MDC. Wer kennt MDC? Es melden sich meistens super wenige. Hier sind es ein bisschen mehr, sehr cool. Hat so seine Tücken, aber eigentlich ist es ein ziemlich cooles Interface, was auch SLF4J anbietet. Und da hat man normale Methoden, put, delete, clear und so weiter und kann in eine Map, die am Thread Local hängt, Daten reinpushen. Zum Beispiel habe ich an der Stelle ein Card-Entry reingehängt. Oder der Host ist nochmal ein besseres Beispiel. Ich habe einen Host reingehängt mit dem Host-Namen und jedes Mal, wenn ich in diesem Thread ein Log-Statement ausgebe, hängt er mir automatisch den Host mit dran. Das ist beim Card-Entry vielleicht noch ein bisschen fraglich, aber zum Beispiel bei einem Mandanten ziemlich praktisch, den ich dann die ganze Zeit im Thread durch mitführe. Man muss aufpassen, er hat ein paar Tücken. Ich habe einen Thread-Pool und der Thread wird nicht weggeschmissen. Das heißt, es kann drin bleiben. Wenn ich das dann beim nächsten Mal, wenn der Thread wiederverwendet wird, nicht überschreibe, dann habe ich vielleicht alten Daten drin.
Und auch bei asynchronen Sachen. Also wenn ich aus meinem Thread rausspringe, verliere ich die Daten vielleicht. Dann muss ich die Map übergeben. Also gibt es so ein paar Tücken, auf die man aufpassen muss. Genau. Ja, warum zentrales Logging nochmal? Also während ich bei einem Monolithen super leicht debuggen kann, ich hüpfe einfach durch die Anwendung mit meinen Breakpoints und so, wunderbar, ist es bei einem verteilten System ein bisschen schwieriger. Ich kann remote debuggen, weil wenn ich mehrere Services habe, ist es schon ein bisschen schwieriger. Insights for non-dev. Also unsere Logs, ich habe es vorhin erwähnt, gucken auch POs an, weil wir die sehr fachlich auch teilweise schreiben auf einem bestimmten Abstraktionslevel. Und damit beweist man so ein bisschen auch Vertrauen, weil man Schritt für Schritt aufzeigt, was unsere Anwendung eigentlich macht. Das ist interessant für die POs. Und außerdem haben wir meistens jetzt eine containerbasierte Infrastruktur und einen Betrieb. Und solange wir auch stateless sind, was natürlich sein sollte, können die Container weggeschossen werden. Und wenn ich die irgendwie nur lokal halte, die Logs, sind die natürlich auch weg. Das heißt, wir wollen die wegschippern. Genau. Und nicht zuletzt die Datenkorrelation, also wenn ich aus verschiedenen Services die Daten zentral habe, kann ich ein bisschen korrelieren und gucken. Hat auch seine Tücken, die Timestamps müssen passen, man muss die richtigen Timestamps mappen, damit man nicht die falschen Daten aggregiert oder korreliert. Aber damit habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja gut, die Schritte, die man dafür braucht, klar, ich muss sie sammeln und dann transportieren in den Speicher. Und danach kann ich sie zur Analyse freigeben, sozusagen. An der Stelle hätte ich jetzt irgendwie die ganzen Tools auflisten können. Kommt auch später noch. Aber sinnstiftend, da denken wir, dass es ist, wenn wir ein bisschen beschreiben, wie wir zu dem Tooling gekommen sind, das wir jetzt haben. Und da sind wir dem Inspect and Adapt Prinzip gefolgt. Wir haben erstmal geguckt, okay, was gibt es im Unternehmen für ein Know-how? Vor allem, welche Issues sind schon bekannt? Das ist nochmal viel wichtiger, damit man nicht in die gleichen Fehler tritt wie schon 10 andere. Da haben wir geguckt, wie viel Konfiguration ist notwendig, um das Tooling anzubinden. Und auf der anderen Seite, wie sehr muss ich meinen Service nochmal verbiegen, damit ich das verwenden kann. Ja, schließlich muss man dann nochmal gucken, welche Abhängigkeit ziehe ich mir daran. Also gibt es das Tooling, aber das betreibt einer auf einem Rechner unter seinem Tisch. Oder ist es gebackupt von dem Team und ich habe da Ansprechpartner, ich kann was eintüten? Oder ist es zum Beispiel ein Open-Source-Projekt? Bei Open-Source-Projekten ist es so, ich kann contributen, wenn es ein Feature nicht gibt, das ich unbedingt brauche. Oder was man dann auch schneller mal macht, ein Feature oder ein Tool ist nicht geeignet, ich nehme ein anderes Tool und probiere es mal aus. Während wenn ich irgendwie ein Tool eingekauft habe und es ist super teuer, dann heißt es immer, das müssen wir jetzt verwenden. Da haben wir eingekauft und Geld ausgegeben. Genau. Ja, die versprochenen Tools. Also für jeden Schritt gibt es eigentlich viele verschiedene Tools, die man verwenden kann. Die blau hervorgehobenen sind, würde ich sagen, ziemlich klassisch und auch bei dem Tech im Einsatz. Es gibt eine Seite, eigentlich will ich keine Werbung machen, aber wir haben es nicht eingebaut. Open, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Genau. Der Aufbau, auch in unserer Demo jetzt gleich, ist denkbar einfach. Wir haben einen Host, wo die Anwendung drin läuft und ein Sidekick, das nennt sich Logstash. Das ist praktisch der Buffer und Shipper. Der pumpt die Logs in den Elasticsearch und Kibana kann dann die Daten analysieren. Die Demo läuft einfach in einem Container und sehen wir auch gleich. Das ist jetzt die Konfiguration, die ich gerade eben angesprochen habe. Muss man sich immer anschauen. Das ist von Logstash. Macht einen Port auf 5000, erwartet einen JSON. Also denkbar einfach. Als Input, als Output sagt er, okay, wo ist der Elasticsearch? Unter 9200. Dort shippe ich die Sachen raus. Das ist auch die Konfiguration, die wir in der Demo verwendet haben. Also mehr brauchst du erstmal nicht. Das ist dann die Konfiguration, die ich in der Anwendung brauche. Also praktisch der Teil, wenn man Logback verwendet. Ich habe einen Logstash TCP Socket Depender, dem sage ich, Logstash lauscht auf 5000 und shippe alles raus. Das ist auch die Konfiguration, die wir in der Anwendung verwendet haben. Genau, kommen wir zurück. Also er will das jetzt auf jeden Fall haben, vor allem nach dieser Werbung, die ich hier gemacht habe. Und für ihn bedeutet das, er will die Bino 3000 haben. Der Jakob klickt mal kurz drauf und wir kommen zu unserer Demo. Das ist jetzt der Online-Shop, der auf Localhost läuft. Und der Olli ist so ein Miesepeter, der sagt, unser Shop ist langsam.
Jetzt haben wir gesehen, okay. Also vor allem Shopping Cart ist langsam, sagt er. Aber jetzt das Fernglas ging jetzt relativ schnell, okay. Die Flasche ging jetzt ein bisschen langsamer, gefühlt. Das T-Shirt finde ich cool, packen wir auch mit ein. Okay. So, ja, okay, das dauert schon ein bisschen langsamer. Also gehen wir mal raus. Und gehen eine Slide weiter. Hier haben wir Kibana, das ist das Logo von Kibana. Die meisten kennen. Wer hat einen Elk-Stack? Okay. 50% hätte ich gesagt. Das ist jetzt Kibana, tada. Läuft auch im Container, wie gesagt. Bemerkenswert ist hier erstmal, ich habe den Host schon ausgewählt, einfach um ein bisschen die Logs einzudämmen. Ich habe Eureka rausgenommen, also wir haben Eureka als Registry laufen, damit die Services miteinander kommunizieren können. Da gibt es ein Heartbeat und lockt natürlich ein bisschen was voll. Deswegen haben wir gesagt, not message Eureka. Und hier unten sehen wir jetzt die Logs. Und was wir sehr gut sehen ist, wenn ich ein Produkt in den Warenkorb lege, dann habe ich eine Anfrage von meinem Card-Service an den Product-Service. Wenn ich ein zweites Produkt reinlege, habe ich zwei Anfragen, also für beide Produkte. Also beim dritten nochmal. Also irgendwie beim Split von unseren Microservices haben wir irgendwie was falsch gemacht. Es ist natürlich ineffektiv. Wenn ich aktuelle Informationen will, kann ich zum Beispiel alle drei IDs mit rausgeben und für alle gleich fragen. Aber naja, es steigt einfach exponentiell die Anfragen, die ich da mache. Das macht natürlich keinen Sinn. Genau. So viel zu Kibana. Gerade eben hat man es nochmal gesehen. Kannst du nochmal kurz reingehen? Wenn du auf 1 nochmal aufklappst. Wir haben hier unten, da gehen wir später nochmal drauf ein, aber ich möchte es einfach mal zeigen, damit ihr es schon mal gesehen habt. Haben wir hier ein paar Einträge drin in unserem Log. Die sind fürs Tracing da. Und die werden automatisch von einem Tool reingeneriert und an der Stelle haben wir einfach auch Informationen, die uns eine Korrelationsmöglichkeit geben. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück, nur damit ihr das schon mal gesehen habt. Genau. So, wir haben es gekauft. Same Day Delivery. Dann probieren wir es auch gleich aus. Shit. Na, Klappen auf und da sehen wir es. Da ist er, der Übeltäter. Wir haben halt einen Vulkan direkt vor der Tür. Auf der einen Seite ist der Olli jetzt ein bisschen beruhigt, weil er weiß, was los ist. Auf der anderen Seite ist, er hat einen Vulkan vor der Tür. Das heißt, er will ein bisschen noch mehr analysieren, was da eigentlich los ist und was für Auswirkungen das haben kann. Und deswegen erzählt jetzt der Jakob nochmal ein bisschen, was man so machen kann, um das weiter zu analysieren. Genau, Olli hat jetzt gesehen, dass er da einen Vulkan genau vor seiner Haustür hat und ist da ein bisschen beunruhigt, möchte natürlich verstehen, stellt der Vulkan jetzt ein Problem dar, wird er morgen ausbrechen oder bleibt er jetzt noch ein paar Jahre inaktiv? Und was er machen möchte, ist den Vulkan messen und Daten erheben, also er möchte Metriken sammeln. Und während wir gerade beim Logging auch schon den Begriff Events hatten, ist jetzt bei Metriken relevant, was für Daten wir aus so einem Event generieren. Und die gängigsten Beispiele, denke ich, kann sich jeder mal vorstellen, ist sowas wie die Antwortzeit eines Services oder wie viele Requests auf den pro Zeiteinheit einprasseln. Und auch ähnlich wie beim Logging, da haben wir es nicht explizit dazu gesagt, weil es, glaube ich, mittlerweile gängige Praxis ist, dass man Log-Statements schreibt, aber auch Metriken brauchen eine explizite Instrumentation. Also ich muss in meinem Code sagen, diese Metrik möchte ich jetzt erfassen. Ich ziehe die Parallele hier, weil man oft so ein bisschen sagt, oh, ich will ja jetzt meinen Code nicht mit Metrik sammeln, verunreinigen, aber bei Logging hat sich es auch etabliert, also das ist halt wirklich eine Parallele. Dann komme ich gleich mal schon so ein bisschen auf Tooling ein, was wir im Einsatz haben. Wir haben bei dem Tech sehr viele Spring und Spring Boot Anwendungen im Einsatz und da gibt es ein extra Toolkit, das heißt Actuator, das hat sich da einfach angeboten, weil es auch einen ganzen Stack mitbringt, um Metriken zu sammeln. Und seit Spring Boot 2.0 basiert das auf einer Bibliothek, die heißt Micrometer. Das haben sie einerseits gemacht, um ein bisschen auch eine Bibliothek bereitzustellen, die nicht nur für Spring Boot funktioniert. Die hat so ein bisschen auch den Anspruch, das SLF4J für Metriken zu sein. Also wirklich eine Fassade, die ich in meinem Code benutze und hinten raus, welches Metrik-Backend ich dann benutze, ist dann irrelevant.
auch für Leute, die noch nicht Spring Boot 2.0 benutzen, aber trotzdem ActTrader verwenden, gibt es auch einen Backport. Der plugt sich dann in die bestehende ActTrader-Infrastruktur ein und verwendet dann halt auch im Hintergrund Micrometer, um Daten zu sammeln. Und halt eben auch dadurch, dass es jetzt eine eigenständige Bibliothek ist, muss ich das nicht mehr in Spring muss ich nicht mehr eine Spring-Anwendung haben, sondern kann es in beliebigen Java-Anwendungen verwenden. Und Micrometer bietet ein paar Primitive an, die ich dann so verwende. Also das ist so ein bisschen der Verwendungsaspekt. Was ich da habe, ist eine Meta-Registry. Das ist so die Abstraktionsschicht, wohin gehen meine Daten letzten Endes. Also das wird da für mich wegabstrahiert. Das einfachste Beispiel, womit man Sachen messen kann, ist ein Counter. Also es ist einfach ein Zähler, der steigt immer nach oben. Damit zähle ich zum Beispiel sowas wie, wie viele Requests kommen an meinen Service an. Es hat eine schöne Bilder-API, wie ich finde. Also man kann dem Ding einen Namen geben. Man kann sagen, was für eine Unit ist da, die da gesammelt wird. Und auch ein bisschen Metadaten. Ganz wichtig, da komme ich auch später nochmal drauf, man kann auch Tags verteilen. Das ist dann später nützlich, wenn man die Daten nochmal irgendwie gezielter analysieren will oder anhand bestimmter Tags Daten rausfiltern will. Und ganz wichtig, am Ende registriert man diesen Counter bei der Registry, einfach damit das Framework weiß, diesen Counter gibt es jetzt und die Daten dann auch dementsprechend exportieren kann. Fast so einfach, ein bisschen anders in der Funktionsweise ist ein Gauge. Da ziehe ich immer die Analogie, das ist wie, kann man sich vorstellen, wie der Tacho im Auto. Also ist auch ein Zahlenwert, der hat meistens einen definierten Bereich. Also beim Tacho hat man ja auch entweder 0 km/h bis je nach Modell 200-300 km/h. Und ich kann zu jedem Zeitpunkt ablesen, wie schnell ich gerade fahre. Und so kann man sich den Gauge auch vorstellen. Also ist einfach ein Zahlenwert, der mir zu dem Zeitpunkt sagt, wie groß ist dieser Messwert. Also häufige Beispiele sind sowas wie Memory Usage oder wie stark ist meine CPU-Auslastung. Die Verwendung ist hier ein Ticken anders, also ich gebe dem Ding nicht nur einen Namen, sondern ich übergebe das Objekt, das ich messen will und gleichzeitig eine Funktion, die mir halt diesen Messwert, den ich dann letzten Endes exportiere, gibt. Hat den Vorteil, dass ich mich in meinem Code nicht darum kümmern muss, explizit diese Methode aufzurufen, um den Messwert irgendwo hin zu exportieren, sondern je nachdem, was ich dann in Micrometer eingestellt habe, also was mein Exportintervall ist, wird dann halt erst zum Exportzeitpunkt dieser Messwert erhoben. Also ich erhebe keine Messwerte zwischendrin, die dann eh verworfen werden, weil mein Exportintervall größer ist, als wie oft ich die Methode zum Beispiel aufrufe. Und eigentlich, denke ich mal, am wichtigsten oder das, was man am häufigsten verwenden wird, wenn man seinen eigenen Code instrumentiert, ist der Timer. Also damit messe ich einfach, wie lange etwas dauert. Ähnliches Pattern, also ist eigentlich genauso zusammengebaut wie ein Counter. Da noch als Nebeneffekt, also alles, was ich mit dem Timer schon erfasse, muss ich nicht mehr separat mit dem Counter mitmessen, weil der Timer bringt diese Funktionalität, wie oft wurde ich aufgerufen, einfach schon mit. Und die eigentliche Verwendung dann in meinem Code ist natürlich denkbar einfach. Beim Counter habe ich eigentlich nur eine Methode, die ist Increment. Ich kann dem noch kann ich noch eine Zahl mitgeben, wenn ich mehr als einen Aufruf gleichzeitig inkrementieren will oder wenn mein Zahlenwert halt irgendwie anders steigt als nur einer pro Interaktion. Und beim Timer, das finde ich relativ elegant, vor allem wenn man schon mal eine eigene Instrumentierung gebaut hat. Das basiert einfach auf Java 8 Lambdas, also ich gebe als Lambda die Funktion über, die ich messen will und Micrometer kümmert sich dann darum, die Funktion aufzurufen, Start- und Endzeitpunkt zu messen und das Ganze dann in die Registry zu schreiben. Wenn ich jetzt keinen einfachen Code habe, sondern irgendwie noch einen eigenen Threadpool habe, gibt es auch noch eine API dafür, einfach meine Funktion zu wrappen, dann kriege ich ein Runnable, das kann ich dann in meinen Threadpool reinstecken und kriege da dann auch die Zeiten mit raus. Und im Hintergrund passiert dann halt ganz viel, also sowas wie Zeiteinheiten werden angeglichen, je nachdem, was für ein Backend ich habe. Also es ist relativ mächtig und man muss sich nicht um so viel in seiner Instrumentierung kümmern. Dann ähnlich wie beim Logging, die Daten bringen mir nichts, wenn sie nur in meiner Anwendung rumliegen und ich jede Anwendung abfragen muss, was sind deine Metrikdaten, also ich will sie irgendwie exportieren. Und das ist dann ein weiterer Vorteil von Micrometer, dadurch, dass es halt eben diesen Library, diesen Fassadenaspekt hat, hat es halt verschiedene Backends, die es unterstützt. Also ich kann das entweder per JMX dann exposen, ich kann es in eine Time Series Datenbank schreiben, ich kann es in reguläre Datenbanken schreiben, also da bin ich dann hinterher relativ flexibel, wenn ich meinen Code einmal instrumentiert habe, wo ich ihn dann letzten Endes persistiere. Und beim Thema Persistenz gibt es so einen kleinen fundamentalen Unterschied. Also es gibt Backends, die unterstützen Daten, die sind dimensional und es gibt welche, die unterstützen das nicht. Am einfachsten lässt sich das direkt an einem Beispiel zeigen. Also da kommen jetzt auch wieder diese Tags ins Spiel. Und zwar habe ich hier eine Metrik, das ist meine Antwortzeit in Sekunden.
und habe ich hier hinten dran auf den Response Code gefiltert. Also ich will nur Antworten angucken, deren Response Code 200 ist. Und das ist jetzt zum Beispiel für ein dimensionales Backend, das unterstützt halt diese Tags. Bei einem nicht-dimensionalen Backend, wenn man sowas schon mal verwendet hat, dann wird das meistens direkt in den Metriknamen mit reinkodiert. Das hat ein paar Nachteile. Also ich kann dann hinterher nicht mehr alle Aggregationen darauf fahren, weil die Daten teilweise schon voraggregiert sind in diesen Schlüsseln. Also sowas wie Durchschnittsantwortzeiten von zwei verschiedenen Tags kann ich dann nicht mehr sauber trennen, weil die halt schon, da sind schon die Durchschnittswerte gezogen. Also es ist einfach so ein kleiner Unterschied, da muss man sich halt mal schlau machen, ob das Backend, was man einsetzen will, halt diese Tags auch wirklich schön unterstützt. Ein anderer kleiner Exkurs ist ein bisschen ins Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn man jetzt sagt, ich plotte mir meine Antwortzeiten und ich habe einen sehr kritischen Service, deswegen gucke ich mir das 99er-Perzentil an. Wenn das jetzt nichts sagt, das heißt so im Grunde so viel wie 99% meiner Antwortzeiten sind unter diesem Wert. Wenn ich jetzt aber als Beispiel sage, in meinem Service, weil da werden viele Anfragen gesendet oder es sind andere Ressourcen wie Bilder, die runtergeladen werden, also sage ich jetzt einfach mal, in meiner Interaktion auf der Seite passieren 100 Requests. Und wenn ich das einfach nur durchrechne, dann schrumpft dieser Wert auf 0.37. Das heißt, diese Antwortzeit, die ich mir da plotte, die ich vielleicht denke, das ist ein guter Wert, bedeutet im Endeffekt nur noch 37% meiner Requests sind wirklich unterhalb dieses Wertes und nicht mehr 99. Also das schrumpft ganz schön schnell ein. Und das ist halt so ein bisschen nicht intuitiv. Genau. Für unseren Aufbau bei DMTech haben wir ganz häufig sowas Ähnliches am Start. Analog zur Logging-Pipeline haben wir einen Agenten, der auf dem Host läuft. Hier das Tool heißt Telegraph. Das unterstützt einfach, das nimmt Metriken entgegen, aggregiert die ein bisschen und puffert die und schreibt sie dann in der Datenbank. Wir haben uns am Anfang für eine InfluxDB entschieden und als grafisches Tool dann Grafana. Also es ist wirklich sehr analog zu so einer klassischen Logging-Pipeline. Jetzt hier heute für die Demo und auch bei DMTech langsam immer häufiger am Kommen ist Prometheus als sowohl Metrik-Kollektor als auch Datenbank, ist, wie man gleich sieht, also wie man direkt sieht, ein etwas anderes Prinzip. Also anstatt, dass meine Anwendung meinen Agenten kennen muss und Metriken aktiv exportiert, kommt Prometheus halt her und holt sich die Daten ab. Hat halt vor allem Vorteile, wenn ich nicht mehr Host-basiert bin, weil natürlich so ein Agent muss auf meinem Host laufen. Wenn ich eher Container oder kleinere Einheiten habe, die nicht mehr so ganz Host-basiert sind, dann ist es natürlich praktischer, wenn sich eine Anwendung herkommt und meinen Endpunkt scrapt. Integration mit Grafana ist genauso gut, also es ist auch ein weiteres Backend, das von Grafana dann unterstützt wird. Das heißt, für Visualisierung kann ich damit fast genauso arbeiten. Nun zurück zu Olli. Wie misst er diesen Vulkan? Er braucht ein Messgerät. Das ist für ihn dann der Seismograph. Auch da einfach, um ein bisschen Testdaten nochmal zu generieren, nochmal unser Online-Shop. Natürlich finde ich unseren Seismographen direkt und da können wir auch nochmal sehen, dass jetzt mit jedem weiteren Artikel, also ich habe jetzt schon vor einiger Zeit geklickt, einfach diese Ladezeit immer länger wird. Und das gucken wir uns dann direkt in unseren Grafana-Dashboards an. Also ein weiterer Grund, warum ich für die Demo Prometheus eingebunden habe, ist einfach, von Micrometer kriegt man direkt ein Grafana-Dashboard, was man sich installieren kann. Das bringt dann einfach schon sehr viele Standardmetriken mit. Das heißt, wenn ich so ein bisschen explorativ unterwegs bin oder das mal evaluieren will, muss ich mich jetzt nicht direkt in die Syntax von Prometheus einarbeiten, sondern habe hier direkt so ein kleines Dashboard, mit dem ich direkt ein bisschen was sehen kann. Sieht man zum einen hier, wie viele Requests kommen denn in meinem Server an. Also hier die eine Spitze ist die Interaktion vorhin vom Andi. Hier ist jetzt die Daten, die wir gerade eben generiert haben. Wir sehen dann jetzt auch hier diese zwei Spitzen. Also ich habe mir hier jetzt extra den Maxwert ausplotten lassen. Das hat auch mit dieser 99er-Perzentil-Geschichte zu tun, weil der Maxwert ist halt wirklich immer das Schlimmste, was meine Kunden abkriegen können. Also lasse ich mir das plotten, weil schlechter als das geht es dann einfach nicht. Und dann habe ich so ein besseres Gefühl, als wenn ich irgendwas habe, was vielleicht verfälscht ist. Und da sieht man jetzt auch, also unsere letzte Interaktion, wenn man es vielleicht nicht sofort gesehen haben, weil wir keinen Ladespinner haben, aber das waren jetzt halt mittlerweile dann schon fast 3 Sekunden, die wir gewartet haben, dass unser Warenkorb sich rendert. Und wer so ein paar UX-Studien kennt, der weiß, dass das auch oft so der Schwellwert ist, ab dem Kunden dann einfach sagen, ach, ich lasse es, ich schließe das Handy oder ich gehe nicht mehr auf diesen Shop.
parallel dazu habe ich mir jetzt, das ist dann eine eigene Instrumentierung, die ich mir eingebaut habe, habe ich einfach nochmal anzeigen lassen, was macht denn unser Client, der die Produkte abruft. Und da sieht man auch der hat dann diese Spitzen von hier jetzt dann bis zu einer Sekunde. Das heißt, irgendwie unsere maximale Antwortzeit liegt da bei einer Sekunde. Wenn ich jetzt 10 Produkte abrufe, kann ich also irgendwie bis zu 10 Sekunden warten, wenn es schlecht läuft. Also da haben wir einfach nochmal ein paar Daten, um das Ganze dann abzugreifen. Und natürlich ganz unten habe ich dann auch noch so Systemmetriken, wie viel Speicher verbraucht meine JVM, was passiert CPU-mäßig auf dem Host. Also hier sehen wir halt auch, es ist wohl kein Lastproblem, also mein Host ist nicht ausgelastet, sondern es ist irgendwie ein Anwendungsproblem, was wir uns hier angucken. Genau, auch der Seismograph wird zu Olli relativ schnell geliefert. Er kann ihn montieren und damit seinen Vulkan messen und kann dann, wie wir in Grafana, sich seine Metriken plotten lassen. Was er dabei halt dann sieht, sind diese Anomalien. Und den möchte er jetzt noch ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Also gucken, wo kommen denn jetzt diese Ausreißer wirklich her? Also, weil wir haben zwar ein gutes Gefühl, dass wir irgendwie einen Bug in unserer Demo-Anwendung haben, aber wir sind dem noch nicht so hundertprozentig auf die Schlüsse gekommen. Also was wir jetzt dann als letztes noch vorstellen, ist der Aspekt Tracing. Einfach um nochmal die Anwendung komplett zu beleuchten. Und bei Tracing sammelt man einfach noch Informationen innerhalb eines Request-Scopes. Also alles, was ich dort tue, hat irgendwie was mit einer Interaktion zu tun und mit einer Korrelation. Und diese Korrelation passiert in der Regel über Unique-IDs. Also wir haben bei DMTech auch lange Zeit dann selber solche IDs vergeben und einfach durch unsere Systeme durchgeschliffen. Das kann man sich dann wirklich vorstellen, wie da vorhin im Kibana, in den Log-Statements, da konnte man einfach sehen, hier ist die Unique-ID zu diesem Request und die konnte ich dann korrelieren. Wenn man jetzt etwas ausgereiftere Tracing-Frameworks als sowas Selbstgeschriebenes nimmt, dann spricht man dort auch in der Fachsprache von Spans und Traces. Das ist nochmal eine etwas feinere Unterscheidung, nämlich ein Span ist eine Einheit an Arbeit, die ich verrichte. Also man kann sich das wirklich HTTP, Request Response Paar, also so ein Ablauf ist ein Span und ein Trace verbindet mehrere Spans zu einer logischen Einheit. Also die gehören alle dann irgendwie zusammen. Nochmal in einem etwas auf den ersten Blick überwältigenden Schaubild, aber wir sehen hier im Endeffekt vier Services, die miteinander agieren. Das ist auch aus der Dokumentation von so einem Tracing-Tool. Da kann man dann hier, man kann es wahrscheinlich nicht lesen, wegen der Größe und wegen der Auflösung, aber hier habe ich noch keine IDs. Der erste Service, in den ein Request reinkommt, vergibt sowohl eine Trace als auch eine Span-ID. Und über diese Request-Kette hinweg bleibt die Trace-ID gleich und die Span-ID ist immer passend zu diesem Request-Response-Paar. Das heißt, alle diese blauen Kästen haben die gleiche Span-ID. Hier die grünen, die lilanen, die haben alle immer eine identische Span-ID, damit ich diese Request-Response-Paare miteinander korrelieren kann. Und die ganze Kette über alle Services hinweg hat die gleiche Trace-ID, damit ich diese einzelnen Requests oder diese einzelnen Spans miteinander in Verbindung setzen kann. Was man jetzt merkt, ich habe von mehreren Services gesprochen und dass man das irgendwie mitschleifen muss. Also ein ganz wichtiges Konzept beim Tracing ist, man muss diese Span-Information und diese Trace-Information zwischen Services propagieren. Und gerade wenn man ein verteiltes System hat, ist es auch gar nicht so einfach, weil da sind entweder hat man HTTP-Requests, die dazwischen drin sind, man hat vielleicht Queuing mit JMS oder Kafka und muss dann irgendwie gucken, dass man diese Informationen weiterträgt. Das ist dann auch teilweise schwierig. Also gerade bei HTTP-basierten Tracing gibt es zwei große Standards. Der eine ist von Zipkin etabliert, der andere ist von Jaeger. Das sind zwei große Tracing-Frameworks und die haben zum Beispiel inkompatible Header-Namen. Also wenn man die Frameworks miteinander mischen möchte, dann geht das nicht so trivial. Da muss man dann halt ein bisschen drauf achten und das macht es dann ein bisschen schwierig, sich für ein Tracing-Framework zu entscheiden, weil das dann natürlich eher in Richtung Makroentscheidung geht, weil das halt kompatibel sein sollte. Was wir für unsere Spring-Anwendung evaluiert haben, ist Spring Cloud Sleuth. Ähnliche Begründung wie bei Actuator, das ist einfach ein Projekt aus dem Spring-Portfolio, hat dadurch einfach exzellente Integration, vor allem mit Spring Boot. Und das bringt halt viel dieser Instrumentation, die ich jetzt erklärt habe, auch einfach mit. Also wenn ein Request in meinem Service ankommt, dann wird da einfach schon eine ID generiert. Das ist dann halt das, was man sozusagen mit diesem Framework kriegt. Also diese IDs werden für einen generiert. Man kriegt auch, das haben wir auch beim Kibana-Beispiel gesehen, diese Log-Integration direkt mit. Also es wird mit rausgeloggt, wenn man strukturiert loggt.
Und man kriegt noch ein API an die Hand, um seine eigenen Spans aufzubauen. Also alles, was vom Framework nicht direkt instrumentiert wird, kann man damit dann halt einfach selber instrumentieren. Und ja, Zipkin habe ich schon mal erwähnt, dass es ein Tooling ist. Also es hat auch eine Integration mit Zipkin. Zipkin ist gleichzeitig auch ein UI, um Traces zu visualisieren. Damit kommen wir auch schon zur Demo. Wir haben hier jetzt den Aufbau sehr, sehr einfach gehalten. Also unsere Anwendung schreibt direkt seine Trace- und Span-Daten in Zipkin. Und Zipkin bietet halt eine eigene UI-Komponente, um das dann zu visualisieren. Genau. Olli möchte jetzt wissen, wo kommen die Anomalien her in seinem Seismographen, in seinen Charts. Und er hat hier entdeckt, dass er irgendeinen Störenfried Bananenschalen hinterlegt hat. Und dann denkt er sich, den kann er doch ködern und bestellt sich in unserem Shop eine GPS-Banane. Und hier auch wieder, um ein paar frische Daten zu generieren, lege ich das einfach in den Warenkorb. Wie man merkt, es ist jetzt halt mittlerweile echt schon schmerzhaft, darauf zu warten, dass sich diese Seite aufbaut. Und dann können wir uns die Daten auch direkt in unserem Zipkin UI anschauen. Ich habe hier schon ein paar Daten einfach mal vorgefiltert. Also ich habe hier oben gesagt, ich interessiere mich jetzt gerade für unseren Warenkorb-Service. Ich habe gesagt, ich möchte mir die längsten Spans bzw. Traces zuerst angucken. Also was ich hier auch machen könnte, ich könnte sagen, ich möchte die längsten, also wenn mein Service die höchste Prozentzahl an diesem Span beigetragen hat, dann möchte ich das sehen. Also wenn mein Service wirklich dann auch irgendwie der Schuldige ist. Und natürlich auch kürzeste oder neueste, also einfach verschiedene Sortierungsoptionen. Was man jetzt direkt sieht, ich habe hier einen Trace. Ich sehe, der hat jetzt in Summe schon über 4 Sekunden gebraucht. Und es sind darin 10 Spans enthalten, also irgendwie 10 Requests sind in dieser Interaktion passiert. Und hier auch wieder dann diese Metrik, mein Card-Service hat davon 98% beigetragen. Und wenn ich da einen Drilldown mache, dann sehe ich auch ein schönes eigentlich ein Wasserfalldiagramm, wie die Requests denn da passiert sind. Ich sehe ganz oben also den Einstiegspunkt, mein Card-Request. Sehe dann, dass hier sehr oft dann Produkte abgefragt wurden. Und wie man erkennt, gibt es hier manche, die sind rot erhoben und das sind auch die, die so um die 1 Sekunde gedauert haben. Also haben wir wohl, wir haben in die Anwendung einen kleinen Timeout konfiguriert, wo wir halt einfach gesagt haben, wir wollen nicht, dass es länger als 1 Sekunde dauert. Da sehen wir dann auch direkt im Anschluss wird das gleiche Produkt nochmal abgerufen. Also da haben wir eins dieser Resilience Patterns angewendet, nämlich der macht einen Retry, sobald was fehlschlägt. Und da können wir dann halt auch im Tracing dann diesen Retry-Mechanismus einfach in Aktion sehen. Was man natürlich auch sieht durch diese Farbgebung ist, der oberste Request, also dieser Root-Span, der ist nicht rot hinterlegt. Ist einfach so der schnellste Weg, um rauszufinden, hat mein Kunde denn jetzt wirklich dann noch eine funktionierende Seite gekriegt oder hat er einfach nur einen 500er bekommen? Und da kann ich halt immerhin sehen, es war zwar schweinelangsam, aber er hat am Ende immerhin noch eine Antwort bekommen. Auch ganz interessant finde ich bei Zipkin ist der Dependencies-Tab. Und zwar, was das macht, ist, der sammelt die Span-Daten von allen Services, guckt, wer ruft wen auf und baut daraus einfach einen Abhängigkeitsgraph auf. Ist aus 2 Gründen nützlich. Ich kann mir in meiner Microservice-Landschaft angucken, habe ich irgendwelche zyklischen Abhängigkeiten. Das heißt, wenn 2 Services zyklisch miteinander abhängen, dann kann ich die niemals getrennt voneinander deployen, weil irgendwas geht dann immer kaputt. Zumindest, wenn ich Breaking Changes habe. Und ich kann auch sehen, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, die entweder nicht gut sind oder zu stark sind. Und das ist hier auch hervorgehoben, nämlich je dicker die Linie ist, desto mehr Requests passieren zwischen diesen beiden Services. Und hier sehen wir auch dann einfach nochmal visualisiert, unser Card hat eine sehr starke Abhängigkeit von diesem Product Service, haut denen sehr viele Requests entgegen, da haben wir einfach irgendwas sehr ineffizient implementiert. Also jetzt kann man dann halt auch, jetzt hat man alle Informationen, jetzt kann man sagen, jetzt kann ich da auch wirklich einen Fix für bauen, für dieses Verhalten. Genau, auch die GPS-Banane wird natürlich per Drohne angeliefert. Olli kann sie dann auslegen als Köder und hat dann auch von unserem Shop natürlich ein schönes UI bereitgestellt, um den Übeltäter zu tracen und kann ihn dann letzten Endes auch identifizieren, wer da mit seinem Seismographen rumspielt. Ja, wie man jetzt durch den Talk auch schon gesehen hat, wir haben sehr viele Überschneidungen zwischen diesen 3 Teilaspekten, die wir vorgestellt haben. Also wir haben gesagt, ich kann meine Trace-Daten auch irgendwie in Logs packen. Ich könnte auch meine Metriken, also ich kann meine Antwortzeiten ja auch einfach ins Log reinschreiben. Das soll hier einfach durch diese
Dreifaltigkeit dargestellt sein. Also ich brauche nicht jedes Tool in der vollen Ausbaustufe. Der Talk soll jetzt auch nicht eine Werbeveranstaltung sein, dass jetzt jeder losgeht und sich irgendwie Prometheus installiert und Zipkin installiert und dann am besten noch einen Elastic-Stack hochfährt, sondern einfach so ein bisschen Tooling an die Hand geben, falls man irgendwo nicht weiterkommt, vielleicht nochmal so ein bisschen einen Hint. Aber letzten Endes lässt sich alles auch mit anderen Tools ein bisschen mehr gut oder schlecht manchmal abbilden. Wir haben bei DMTech jetzt zum Beispiel auch noch keine Vollausbaustufe von Tracing. Also Zipkin haben wir uns jetzt schon öfter angeguckt, aber wir haben jetzt einfach noch nicht den konkreten Need gehabt, da wirklich auch einen UI-Server mit hochzufahren, der die Daten dann entgegennehmen muss, sondern sind da mit dieser Log-Integration bisher relativ gut gefahren, um die Korrelation dann hinzukriegen. Genau. Das war es jetzt erstmal schon mal vom Vortrag her. Für Fragen sind wir natürlich gerne noch da, auch später noch, wer jetzt nicht in die Runde fragen will. Und danke schon mal, dass ihr alle da wart und uns so brav zugehört habt. Gibt es irgendwelche Fragen? Jawohl. Also die Frage war, wie wir mit datenschutzrelevanten Daten im Logging umgehen, weil die ja auch persistiert werden. Wir haben an den Stellen, wo wir feststellen, dass irgendwas einen Personenbezug haben könnte, anonymisieren wir die Daten. Also entweder, der Elastic Stack bietet da auch ein paar Tools mit. Ich glaube, das heißt dann Pipelines, wo man halt sagen kann, Logdaten, die entweder dieses Format haben oder diese Daten beinhalten, bitte anonymisiere das. Also wir haben zum Beispiel REST-Endpoints, die hätten dann eine Kundennummer. Da wird die Kundennummer im Log-Statement dann durch Sterne ausgetauscht. Und solche Methoden verwenden wir dann. Hast du jetzt noch ein anderes Beispiel? Nee, aber das trifft es eigentlich. Also der Elk-Stack ist bei dem Tag durch ein Team gebackupt und dort kann man auch dann Features eintüten. Und es ist ein bisschen aufwendig, weil man da halt mit Regex arbeiten muss und dann sehr individuell unterwegs ist. Aber naja, das Thema braucht auch irgendwie die Aufmerksamkeit und ist natürlich eine spannende Geschichte, aber da gibt es nichts Einfaches out of the box. Also muss man ein bisschen was machen, aber es geht. Da ist jedes Team halt sensibilisiert und muss gucken, was sind personenbezogene Daten, was kann ich loggen, was nicht, was brauche ich wirklich, um nachvollziehen zu können, was passiert ist. Vielleicht kann ich irgendwo sowas wie ein Hashing erstellen, weil ich brauche meistens nicht genau diesen Kunden, sondern also ich muss wissen, was mit einer ID allgemein irgendwie da drin passiert ist. Ich muss nicht genau wissen, dass es der Mr. X war. Genau, das ist ja auch der Ansatz dann beim Tracing, dass ich eine anonymisierte ID nehme, weil ich könnte ja auch als Trace-ID immer die Kundennummer nehmen. Ja. Ich würde auch nicht drauf einsteigen, genau, weil ich sage, beim Login zum Beispiel macht man standardmäßig mehr irgendein To-String, also ich will ja irgendein State, ich muss das ja irgendwie nachvollziehen können und als Entwickler, ich weiß ja in manchen Fällen ja nie wirklich, was denn da im schlimmsten Fall alles in diesem Baum To-String, also ne, das ist ja das erste Objekt, aber wer weiß, vielleicht hängt an dem ein Objekt doch nochmal ein Customer-Objekt und ein Customer vielleicht nochmal noch eine Historie, also sprich, ich glaube, da können die Überraschung tatsächlich erst beim Logging und natürlich gut, das kann ich nämlich auch noch nicht, dass man da quasi nach dem Logging eigentlich dann so eine Anonymisierung dann triggern kann. Das ist auch ein guter Hinweis. Ja. Okay. Ja. Frage, also die Frage war, wie wir damit umgehen, dass InfluxDB vielleicht Daten anders speichert als Prometheus oder was für Erfahrungen wir da haben. Ich selber jetzt betriebstechnisch noch nicht, also wir haben ein paar andere Teams, die damit tiefer experimentieren. Ich weiß nur, dass bei Prometheus zum Beispiel ein Setup, das hochverfügbar ist, etwas einfacher ist, weil bei der InfluxDB kriegst du das halt nicht in der Open-Source-Variante, da musst du dann halt den Premium-Support einkaufen. Da ist
Also habe ich zumindest schon mitgekriegt, dass Prometheus da etwas einfacher ist, ein Setup zu bauen, was dann halt hochverfügbar ist. Und auch Daten dann halt einfacher repliziert, weil du einfach mehrere Agenten hast, die dann scrapen. Du musst dich nicht darum kümmern, dass die explizit miteinander synchronisieren. Das hat dann, die Frage war, wie Prometheus mit Persistenz umgeht, wie es die Daten speichert. Ich glaube, das hat einfach seine eigene Persistenzschicht und das ist dann konfigurabel, wie lange das vorgehalten wird oder wie groß die Datenbank wird. Also Logstash sitzt ja praktisch auf der Anwendung. Achso, die Frage war, wie wir damit umgehen, wenn es Timeouts gibt oder ein Netzwerk nicht da ist. Logstash ist ein Sidekick und sitzt mit auf dem Host und buffert und liefert die danach einfach aus. Also ist mit eine der Hauptaufgaben von Logstash. Macht ihr Surferanalysen? Habt ihr auch da was anderes genommen? Oder also spätestens wenn es um Gruppierung ging und ab zu den Zeitpunkten, das war bisher also, in Kibana sehr, sehr mühselig, sag ich jetzt mal. Die Frage war eine sehr lange. Ja, wie man mit Aggregationen von Exceptions zum Beispiel umgeht und die in bestimmten Zeiträumen vielleicht auch passieren. Ja, da gibt es halt die bei Kibana im Endeffekt die Sprache, also die, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die das Format heißt, die, das sie da verwendet haben. Also im Endeffekt kann ich gar nicht sagen, ob es da ein bestimmtes Tool gibt, was es besser machen kann, aber da hinten kommt gleich eine Antwort wahrscheinlich dazu. Im Endeffekt die Exceptions, die sind am besten irgendwelche gerappte Exceptions, die du halt irgendwie sprechender hast, um die suchen zu können. Und im Endeffekt bietet das Tool ja schon, wenn ich nach einer Exception suche, die Aggregation, also der Graphen, wie oft es aufgetreten ist. Dann gucke ich einfach, auf welchen Host oder welcher Service das war. Wir hatten bisher jetzt noch keine großen Probleme, irgendwie Daten nicht zu finden sozusagen. Ah, da hinten gleich, glaube ich. Wie heißt das nochmal? Vielleicht sage ich es jetzt im Mikrofon nochmal. Sentry.io, okay. Ja genau, das haben wir nämlich auch eingesetzt. Okay. Weil, um zu sehen, wie wichtig so eine Exception gerade ist, ist ja unterschiedlich. Es ist in den letzten 5 Stunden jetzt 15.000 Mal angekommen oder nur zweimal. Und erst damit haben wir tatsächlich so einen Überblick und so eine Bewertung mal für Exceptions machen können. Also wird das Thema wieder viel ganz anders mit unseren Exceptions, die mitgelockt werden, aus und haben auch eine ganz andere Transparenz, wie gerade es wir damals mit Kibana hatten. Hier vorne.
Da drüben gibt es noch eine Frage. Fürs Alerting? Was nutzen wir fürs Alerting? Wir haben auf der einen Seite fürs Monitoring nochmal Zabbix und im Endeffekt noch Ops Genie, was alarmiert wird für die Bereitschaft. Genau, also die Tools, die wir gerade vorgestellt haben, fließen nicht direkt ins Alerting ein. Also es sind halt wirklich eher so forensische Tools, wenn irgendwas aufschlägt, was halt eben durch unser bestehendes Monitoring-Netz durchfällt. Passiert natürlich ganz häufig, dass man entweder was findet, was man dann ins Monitoring mit aufnimmt, aber in der Regel finden wir halt irgendwelche Bugs jetzt in dem Fall, die man halt dann einfach fixt und dann ist es erledigt. Aber Monitoring ist halt ein anderer Aspekt. Genau. Ja, noch ein. Die Frage war, ob die Frameworks, die wir fürs Tracing verwenden, auch das Durchschleifen der IDs unterstützen. Also für Spring-basierte Anwendungen, das Spring Cloud Sleuth basiert halt auf Zipkin, benutzt dann halt auch das Zipkin-Header-Format. Und die Standardinstrumentierung ist halt, wenn man sich sozusagen noch in diesem Spring-Boot-Umfeld weiter bewegt, dass halt relativ viel instrumentiert ist. Also sowohl die Eingänge, also meine Controller, als auch wenn ich ein REST-Template benutze, das wird auch mit instrumentiert. Wenn ich Netflix-Fane-Clients habe oder sowas, wird mit instrumentiert. Und dadurch wird dann halt einfach sichergestellt, dass die Header propagiert sind. Wenn man jetzt irgendwas Exotisches hat, wie ein eigenes JMS-Message-Format oder so, das wird dann vermutlich nicht out of the box mit instrumentiert, aber es hat halt auch viele Extension Points, wo man halt sagen kann, ich habe hier Spans, die will ich entweder injecten oder extracten und so kann ich dann halt auch die Informationen dann propagieren, wenn ich irgendwas habe, was halt nicht durchs Framework abgedeckt wird. Ansonsten als Nebeninfo, es gibt halt auch gerade einen etwas größeren von Google getriebenen Standard, der nennt sich Open Senses. Damit versuchen sie halt auch dieses ganze Tracing-Ökosystem mal auf einen einheitlichen Standard zu bringen, dass man halt auch so Sachen machen kann, wie dass Tomcat out of the box diese Instrumentierung mitbringt und ich dann halt im Ende nur noch die Implementierung mitbringen muss, um dann die Daten irgendwie zu visualisieren. Also da passiert gerade auch eine Entwicklung, dass das etwas standardisierter wird. Genau. Gibt es noch Fragen? Keine Frage mehr. Es gibt noch eine Seite, ich glaube, die heißt OpenAPM. .io. Weil da war die Frage, was benutzt Grafana als irgendwie Datenbank oder sowas. Also diese Konfiguration, was nehme ich als UI für irgendwie einen Tracing, einen Metrics oder sonst was, das kann man dort ganz gut einsehen. Da kann man sich aussuchen. Hast du gerade Internet? Wahrscheinlich nicht, aber. Ist das OpenAPM? Da. Ja, und dann das genau. Von Novatec, irgendwie auch eine Firma aus Karlsruhe. Hier kann man jetzt aussuchen, was will ich als Trace-Tool haben. Kann mir das anklicken, klick mal bitte irgendwas an, Prometheus Export oder irgendwas, Telegraph. Und jetzt kann ich gucken, was ist damit kompatibel. Und kann mir da irgendwie einfach mal anschauen, okay, was sind meine Möglichkeiten, möchte ich die Sachen vielleicht anschauen und kann da so mein Toolkit praktisch ein bisschen konfigurieren und gucken, was harmoniert zusammen. Oder halt seinen bestehenden Stack eintragen und gucken, in welche Richtung kann ich den jetzt noch einfach erweitern. Das war eigentlich ganz witzig. Genau. Ja, dann danke, dass ihr alle gekommen seid und guten Hunger. Lasst uns was essen und trinken.